So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und dem DFB-Pokal. Wir machen heute weiter und wollen natürlich das Ding heute irgendwie nach Hause fahren. Und ja, mal gucken, ob es funktioniert. Da sind einige Spieler ein bisschen angeschlagen, sehe ich gerade. Boah, die sind ja richtig platt, die Jungs. Teilweise, zumindest. Ich dachte mir, ja, du kannst schön mal noch ein bisschen was powern, aber Paulinho gegen die Bayern gespielt, heute mal muss er, gegen Links hat er gespielt, muss er heute nur auf der Bank Platz nehmen, tatsächlich, weil ich ihn eigentlich gerne gehabt hätte heute. Aber wie gesagt, der DFB-Pokal ist jetzt dran. Vielleicht, oder wir haben Glück, dass wir noch ein bisschen fitter sind. Also wie gesagt, nächstes Spiel steht an gegen die großen FC Bayern München. Es geht nicht um den Titel, sondern es geht jetzt um zwei Titel, weil nämlich nächste Woche ist Dortmund, sehe ich gerade. Als nächstes. Aber gucken wir mal. So, wir wollen ins Pokalfinale und wir wollen den Titel holen in der Bundesliga. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. So, wie gehen Sie mit dem Druck um vor dem Spiel gegen die Bayern? Das Team ist trotzdem stark. Ja, mal gucken mal, wie es nächste Woche ist. Hoffentlich mit einer guten Moral. Wir wollen das Ding hier holen und wir wollen ins Finale nach Berlin. So. Aber wie gesagt, die nächsten Weltspiele sind nicht ganz ohne. So, mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. So, okay, jetzt geht's erstmal rein mit dem gegen die großen Bayern, gegen den großen FC Bayern München. Da wollen wir natürlich weitermachen. Ah, die Jungs sind nicht ganz komplett fit auf 100%. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwo hin. Paulinho wird heute wahrscheinlich nur eingewechselt, so wie es aussieht. Ja, ich werde ihn heute nur einwechseln. Das ist mir so zu riskant. So, ich denke, das passt so mit der Truppe. Wir kriegen es hoffentlich irgendwie hin heute, dass wir es rocken. Wir haben zweimal konnten wir die Bayern schlagen in der Liga schon. Heute ist ein Heimspiel. Letztes habe ich in der Liga, war das 3-0. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. So, geht es sofort los. Auf geht's. DFB-Pokal. Halbfinale. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Gleich ganz losgeht. Live bei EA Sports. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen im Fußballfreunde. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen Bayern München. Tja, Wolf, wenn wir uns den Einzug ins Finale ansehen, dann müssen wir schon sagen, die Gäste haben die verboten. Versuchen das runterzuspielen, das ist ja Usus, das kennen wir. Aber sie müssten hier eigentlich die besseren Karten haben, zumindest auf dem Papier. Es wird wichtig sein, dass sie die Favoritenrolle da unten auf dem Rasen eben auch umsetzen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Oh, Ciao, gelb vorbelastet. Der darf auf jeden Fall heute keine gelbe Karte sehen. Ansonsten steht die Truppe. Oh, mal gucken, schauen wir mal, was wir heute hinkriegen. Es geht ja auch um Kohle. Es geht ja auch um viel, viel Geld. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor.
Tor ist Manuel Neuer. Hector Bellerin spielt neben Luke Shaw in der Verteidigung. Kingsley Coman steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und vorne drin sehen wir bei ihnen zu Spielbeginn zunächst mal nur einen Stürmer. Ja, das ist fast nichts mehr original. Kroka, Gnabry, Coman und das war es dann auch schon fast alles. Neuer, klar. Naja, schauen wir mal, ob wir den heute die Bude voll bekommen, den Jungs vom FC Bayern. Auf geht's. Wir gehen jetzt rein in dieses Spiel. Es geht ums Finale. Traditionsduell. Schalke gegen Bayern. Ich glaube, Leverkusen und Freiburg treffen im anderen Halbfinale aufeinander. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Ja, Flanke. Na, versuchen zumindest mal. Ja, war auch keiner mitgelaufen. Das war das Problem an der Sache. Hector Bellerin. Ballverlust Bayern München. Ah, gut. Im Hinspiel wieder. Lever, okay. Für Schlagzeilen gesorgt, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt. Am Ende. Ja, das war nicht ganz so schlecht. Die Idee, aber gut aufgepasst da von dem Bayern-Verteidiger. Da wäre der Alario fast mal heute durchgemarschiert. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach noch. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Ein Foul. Okay. Das war vielleicht ein Pass zu viel. Jetzt ist der Ball weg. Jetzt ist er weg. Richter setzt sich gegen Luke Shaw durch. Der versucht zu grätschen. Und Richter mit der ersten Chance prüft mal Neuer von der Seite. Aber der passt auf und sagt dann, oh, ja, nicht vorbei. Hector Bellerin. Gnabry. 16. Minute. Also gegen die Bayern müssen wir auf jeden Fall was heute. Jawohl. Gut gemacht da. Gut abgelaufen. Ha, schade. Wieder nicht. Schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Der könnte, der passt auch. Über die Grätsche springt er weg, der ist weg. Ja, es ist nicht so einfach wie in der Liga momentan, denn da scheinen wir gerade ein bisschen Probleme zu kriegen. Aber die Bayern sind halt Bayern, ne? Das ist es einfach. Gar nicht besser aufs Tor bringen. Lucas Alario. Schönes Ding, Gürosun. Neuer, passt auf. Gegen Kubilanski, der heute den Vorzug vor Paulinho gibt. Kriegt aber Paulinho einfach nur aus Fitnessgründen. Deswegen einfach nur aus Fitnessgründen nicht dabei heute. Also zumindest nicht in der Startelf. Kolasinac! Schade. Bujelab mal mit einem Versuch, das Ding aus der Distanz rauszuhauen. Also 31. Minute. Gut, leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Das Pressing ist da. Gabriel Jesus. Ah, die Bayern probieren es jetzt gerade ein bisschen aufzubauen, aber die Schalker nach da sind dazwischen. Und dann ist es jetzt hier mal Lucas Alario. Bisschen Platz gegen Hector Bellerin hat. Es ist weiter enorm eng hier, 0-0. 0-0, ja, 38. Das ist ein Spiel, wo vielleicht die Ecke. Eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung kommt. So, Ecke, Schalke, Kubilanski. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Den lässt er rausgehen, das heißt nochmal Ecke. Wieder Kubilanski. Neuer passt gut auf. Und da war man in die Situation. Da kam man immer rein in den Zweikampf. Und da kam man mal in die Situation. Na, Lucas Alario mit der nächsten Chance, 42. Shaw. Marc Roca. Gabriel Jesus am Ball. Vorteil für den FC Bayern. Ja, Vorteil. Es könnte noch eine Karte geben hinterher. Wenn er Glück hatte, war das kein Abseits. Lucas Alario
vielleicht doch noch irgendwie die Führung von der Pause, jawohl. Und zwar direkt von der Pause, 1-0 Blau-Weiß. Yes. Wichtiges Tor. Schaut uns doch mal die Entstehung. Schöner Ball, Mann. Da ist es halt wie gesagt einmal. Der ist ja einmal komplett durch und blank und alles um und dran und haut das Ding ja hier hinten ins lange. 1-0 für die Königsblauen. Man steht jetzt mit dem Schritt im Finale. Ich will die Kohle halt mitnehmen auch für die nächste Saison wegen bezüglich der Transfers. Tor Nummer 2 im DFB-Pokal für Lucas Alario. So, die Frage, gab es ja irgendwo jetzt gar noch eine Karte hinterhergeschmissen? Nö, gab es nicht, okay. Und damit ist Pause. Und zwar mit dem 1:50 die Führung. Und jetzt müssen die anderen kommen und das gibt dann Kontermöglichkeiten. Wenn sie clever spielen, werden sie das packen. Das war nicht ganz unwichtig, dieses Ding. Also die Führung ist nicht so unverdient, muss man mal einfach sagen. Aber mal gucken. Zweiter Halbzeit läuft jetzt gleich an. Oh, man hat gewechselt. Jesus raus, Sargent rein, von Werder in Bremen geholt. Okay. Ich hab nicht gedacht, dass die den jetzt holen, dass die holen, aber nicht meine Probleme gerade. Ich guck mal, dass ich mein eigenes Ding nach Hause fahre. Ja, schönes Ding. Schön gegrätscht. Kein Abs, kein Foul. Marco Richter. Ja, das ist aber keiner, der mal mitläuft, ne? Jetzt vielleicht mal ein bisschen in die. Ja, und da gibt's den jetzt gibt's das Foul für die Schalke. Also Bayern kriegt jetzt die Karte wahrscheinlich sogar noch. Nee, kriegen sie nicht. Schiedsrichter sagt nur, lass dir das Ding jetzt nicht nochmal. Brozovic, ja, das war ein Foul. Der wollte mich gerade ja Alario rüberspielen. Ja, kein Problem für Neuer. Nicht aus der Distanz. Ein paar Worte zu Manuel Neuer. Immer wenn er in Aktion ist da unten, wird es laut, aber weg, Dirk. Ah, ist er weg, ist er weg, ist er weg? Ja. Es geht mit dem Abschluss weiter. Ja, Bayer wechselt jetzt nochmal. Marc Rocca. Und jetzt kommt Joshua Kimmich. Ja, mal versuchen jetzt nochmal was aufzubauen. Nochmal ein bisschen. Hier sehen wir die nächste Partie ist gegen Borussia Dortmund, das weiß ich. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu gewinnen. Heute mit dem Sieg gegen die Bayern im Pokalfinale. Schönes Ding. Gut aufgepasst. Kolar Sinac. Ein bisschen Roso, der das gelöst hat. Da, und jetzt kommt die Flanke. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Coman. Ja, schön gemacht. Schöner Ball, aber ja, er hat zu nah an die Abwehr rangespielt. Der war eigentlich ganz gut. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ciao. Gut, das Ding. Gut abgegrätscht da. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Okay, Bayern im Vorteil. Warum auch immer das ein. Serge Gnabry. Das ist aufpassen hier. Ja, das ist es halt. 67. Minute. Vielleicht doch nochmal Kimmich. Ja, jetzt ziehen die Bayern den dritten Wechsel. Brozovic hier eben das Foul gemacht hat. Kommt jetzt G rein. Der heißt wirklich so. Werfen einen Blick auf die nächste Aufgabe von Bayern München. Gegner ist der SC Freiburg. Nächsten Bundesligaspiel. Ja, die Bayern treffen auf Freiburg. Es geht ja immer noch ein bisschen um die. Jetzt die Bayern im Angriff. Um die Meisterschaft. Die Schalker treffen auf Dortmund zu Hause. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst hab dich. Schwolo. 73. Vielleicht jetzt irgendwie nochmal das 2-0 noch zu machen. Guter Ball auf Alario. Die Schalke muss noch nicht gewechselt heute. Macht jetzt Alario jetzt zu. Yes! 76. Feierabend wahrscheinlich. Zwei Tore nun schon die Führung.
Ja, man hat einfach die zweite Situation, die zweite Chance und nutzt sie dann auch einmal eiskalt. Schon vor der Pause noch die Führung direkt erzielt. Ja, in der Tat viel zu schnell und den Abschluss auch noch effizient. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung, er weiß. So, jetzt kann man nochmal wechseln und einfach mal ein bisschen was probieren. Jetzt kommt Paulinho nochmal rein. Jetzt wird man nochmal ein bisschen was stärker auf der Seite. Alario, Piontek kommt jetzt rein, normal, schnell. Ja, jetzt ziehe ich nämlich drei Wechsel durch. Die Bayern haben ihre drei Wechsel schon. Wir haben sie jetzt, machen sie jetzt zu. So. Können wir die Bayern zum dritten Mal zu null in dieser Saison schlagen? Oder überhaupt zum dritten Mal in dieser Saison schlagen. Ich vergang, dass es schwer ausgegangen ist. Zu Hause habe ich 3-0 gewonnen. Ja, schön. Oh, der Ball ist gut, der Krügerball. Paulinho. Hätte hier das Ding zumachen können. Minute. So, es ist gleich. Schalke wollen natürlich nochmal. Geht der raus? Der geht raus. Die Bayern sind. Eigentlich sind es gefühlt nervös gerade, weil. Becker. Ich ahne nicht unser Problem. Neuer. Der hechtet dahin und hält das Ding fest. 84. 6 Minuten noch. Man führt mit 2-0. Aber ich denke, wenn die Schalke jetzt auf das 3-0 gleich stellen. Vielleicht 3-0 stellen. Aber jetzt ist mal der Ball. Gnabry. Ja, der war nicht schlecht. Der passt nicht. Ecke. Da war Schwolo noch dran, glaube ich. Oder noch dran, 88. Wenn die Bayern natürlich jetzt das Tor machen. Jetzt kommt die Ecke. Weg. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung. Er hat da nicht richtig getroffen. Muss er abwarten. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten. Kein Abseits. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Mit Decker. Viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Jetzt ist es durch. Yes! Gratulation von hier oben zum Finaleinzug. Jetzt zweites Pokalfinale. Ganz große Ding schaffen. Und ich bin gespannt, Wolf, ob sie den Druck. Die Bayern geschlagen in meinem Spiel. Und das ist nicht mal unverdient. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es war nicht unverdient. Sein Doppelpack. Direkt vor der Pause das 1-0 und dann nochmal so um die 70. rum das 2-0. 76. Den Sack zugemacht. Und damit spielen wir in Berlin nächste Saison. Diese Saison. So. Interview nach dem Spiel. Ja, steht gerade irgendwie zu null Chancen. Also wirklich Chancen hatten die Bayern auch nicht. Aber egal, soll nicht mein Problem sein. So, im Finale gegen Leverkusen oder gegen Freiburg? Das ist die große Frage. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Das heißt klarer Sieg. Es war und 2-0 und damit war gut. So, auf jeden Fall mal den Dings mitnehmen. Naja, wie gesagt, jetzt sind wir mal im Finale. Puh, wenn man das Spiel sieht, nicht. So. Gut, dann haben wir's. Und im nächsten Spiel wollen wir auf Borussia Dortmund treffen und da zumindest mal Platz 2 zu machen. Sprich, die direkte Champions League mal zu machen. Wir wollen ja gewinnen. Na gut,
Da wäre es nämlich durch, weil wir hätten 5 Punkte Vorsprung. Wenn wir das jetzt gewinnen, wären wir bei 8 und noch 3 ausstehenden Spielen, dann wäre es eigentlich ziemlich durch. Okay, ob wir das schaffen? Schauen wir mal. Wir müssen sogar noch gewinnen, um dann auch rein theoretisch die Champions überhaupt noch eine Chance haben auf die Meisterschaft. Verlieren wir nämlich heute, sind wir raus. Naja, wie dem auch sei. Wir versuchen es einfach und sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Derby.